Hallo? Einen Moment, könnt ihr mich hören? Hallo? Wunderbar. Du hörst mich? Okay, sehr gut, weil ich dachte, ich habe hier das Discord-Problem. Manchmal habe ich ja, dass das Mikrofon sich umstellt, aber ich kann mal kurz reinschauen. Eigentlich müsste ja alles richtig eingestellt sein. Sprach- und Videochat. Ah ja, Lautsprecher Realtek und Elgato Wave ist als Mikro festgesetzt. Gut. Wodkin, kannst du uns auch hören? Ich habe von dir noch gar nichts Ja, gehört. alles wunderbar. Okay, du bist was sehr leise. Warte, dann kann ich doch hier einfach beim Nutzer dich höher setzen. Ja, ich habe wieder das falsche Mikro ausgewählt gerade, aber jetzt ist es wieder da. Ach so, okay, Ja, sehr gut. habe ich das gleiche Problem wie du. Jedes Mal, wenn ich Discord starte, meint er, ich muss das interne Mikro vom Laptop verwenden. Ja, das ist. Okay. Ich dachte, wir hätten letztens 19 Uhr ausgemacht, deshalb habe ich jetzt 19 Uhr mir Ja, eingeplant jetzt. ich hatte es gar nicht mehr im Kopf und wir haben dann einfach irgendwie angefangen zu schreiben. Deshalb war nicht, ist aber noch nicht schlimm. Alles klar. Ich hatte 18 Uhr im Kopf gehabt, deswegen war ich jetzt schon seit einer Stunde hier, aber ist auch nicht schlimm. Ich habe mir jetzt noch ein Video angeschaut mit The Viper, wie er auf Black Forest spielt. Ach so, okay. So, warte mal. Aber er hat verloren, also von da an war es nicht das beste Beispiel. Ah, So, er teilt seinen Bildschirm, sehr gut. ihr könnt euch jetzt selber sehen, nehme ich mal stark an. Stream anschauen. Ja, müsstest da quasi einmal reinhüpfen. Ah. Ich habe jetzt hier, wie sagt man be beide Bescheid, wenn ihr die beiden Bildschirme, also die beiden Browser sehen könnt. Ich habe gerade zwei verschiedene Browserfenster nebeneinander. Seht ihr das? Ich sehe, dass Ja. dein Stream läuft noch Das und läuft noch dann, und what can dann. I, what can I? Okay. Ja. Also ihr könnt es beide sehen, ja? Ja. Senva, du auch? Na, ich nehme an, ich sehe es gleich wie Twan sieht. Also von dann. Ich wollte halt, also du siehst zwei Bildschirme, die zwei Browser. Ich seh zwei Bildschirme. Ich sehe bloß auch gerade, der Stream ist pausiert. Also Genau. zweimal Captain's Mode hier, genau. Ich habe jetzt einfach mal einen Spieler 1, einen Spieler 2 hier gemacht, ne? Und der Spieler 1 macht, ist jetzt hier einfach der Host. Also ich habe einfach nur diesen Link, den ich euch kopiert hatte, den kann ich euch gleich auch nochmal geben. Okay. Ist einfach nur derjenige, der, also es ist völlig egal wer, aber einer von beiden muss halt Host sein, einer muss Gast sein. Also ich sehe gerade Einfach noch nur gar so. nichts. Was Achso, siehst denn siehst du? gar Was nichts. siehst denn du eigentlich, Twan? Siehst du bei ihm, was er macht? Ich sehe bloß Stream pausiert. Botgenauer hat die Anwendung minimiert. Hab Geduld. Kannst du sehen, Gleich was er schauen. macht? Also du siehst gleich. Okay, gut. Oh, okay, das sollte nicht sein. Warte mal, was steht denn hier? Ist so ein Ausrufezeichen dran? Na, sonst lass mich doch Lass mich doch hosten. hosten. Ich teile meinen Ja, ich mache Bildschirm meinen und du sagst mir, Bildschirm was und ich du machen sagst mir, was muss. ich machen muss. Also ihr könnt nicht. Ihr könnt, ach, das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt aus Discord raustappe, seht ihr das nicht mehr. Das ist ja scheiße. Twan, hast du Twan, hast du zufällig zufällig keine Kopfhörer keine auf? Kopfhörer Ich höre auf? mich gerade wieder als Echo, ist ein bisschen sehr störend, finde ich. Ich höre mich auch als Echo. Okay, hast du keine Kopfhörer auf, Botkin? Könnte das an dir liegen? Doch, doch, doch. Ich habe Kopfhörer auf. Okay, merkwürdig. Warte mal, da muss ich das mal vielleicht anders anordnen hier. Also jetzt geht's Jetzt gerade. geht's gerade. Ne, jetzt geht's wieder Jetzt nicht. geht's wieder nicht. Das Ja, haben wir warte auch mal, das haben manchmal. wir auch manchmal. Das Das ist heißt, ein also, wenn ich den nicht im Test-Match. Vordergrund habe, dann. Okay, das ist scheiße. Dann kann ich das so nicht machen, leider. Ich dachte, ich könnte das so teilen, dass ihr konstant sehen könnt, was auf meinem Bildschirm ist. Aber es geht anscheinend nur so lange. Warte mal. Bildschirm. Ach so, aha. Jetzt kommen wir der Sache näher. Warte mal. So, jetzt teile ich wieder den Bildschirm. Ah ja, okay, jetzt sehen wir es auch, was du machst. Einmal hier und einmal. Nee, war das. Das war ja schon. Hier, jetzt seht ihr beides, ne? Ja, genau. Ja. Perfekt, okay. Dann habe ich nur einen dummen Fehler gemacht. Alles klar. Also links wäre jetzt einmal Spieler 1, rechts Spieler 2. Es ist völlig egal, wer von euch welche Rolle nimmt. Und dann würde halt die eine Person diesen neuen Draft mit diesem Preset erstellen drücken. Und diese URL kopieren. Und dem anderen schicken dann. Genau, den einmal dann schicken. Also einmal das hier dann, also am besten beides einfach in den Chat posten. Das obere müsste dann halt der zweite Spieler in seinen Browser kopieren, sodass er Okay. hier beitritt. Und dann würde einer Host und einer Gast sein. Okay. Das heißt, ich habe jetzt links Spieler 1, rechts Spieler 2. Und beide müssen bereitklicken, dann geht's los. Und es ist wirklich einfach immer nur parallel kann sich jeder ein Volk aussuchen. Hier sind ganzen diese Schritte hier drin, pick. Also hidden and parallel heißt einfach nur, dass ihr beide gleichzeitig pickt und ihr jetzt nicht sehen könnt, was der andere macht. Und am Ende gibt es dieses Reveal. Das heißt, dann seht ihr, was der andere eigentlich alles gepickt hat. Dann könnt ihr jeweils parallel zweimal ein Volk snipen vom Gegner, ohne dass er sieht, welches. Und dann kommt auch wieder ein Reveal. Also ich mache es einfach mal vor. Beide müssen bereitklicken. Dann Lass geht's uns das, los. lass mich das doch einfach machen, Botkin, und du kommentierst das einfach.
Dann teile ich jetzt meinen Bildschirm. Ich mache einmal durch, dass ihr einmal seht, wie es aussieht. So, okay. Also ich mach mit beiden wirklich einfach nur jedes Volk hintereinander hier alphabetisch. Mhm. Aber ihr seht, das ist also der andere sieht nur diese Checkmarks hier. Mhm. Ne? Also das heißt, das ist alles bedeckt. Das wären jetzt gar nicht die rechten Civs eigentlich auf der linken Seite. Das sind genau die gleichen Civs. Achso, ja gut, aber es wären an sich die schlechtesten Civs, meine ich jetzt für das Matchup. Ja. Und dann, warte mal, Sniper eine Option. Achso, hier unten muss man das anklicken, okay. Und dann kann man noch eine Option snipen. Und dann wird das aufgedeckt und dann sieht man halt am Ende mit diesem roten Fadenkreuz, das sind die Gesnipten. Mhm. Und das kannst du dann zum Beispiel auch später einfach als Screenshot in deine Aufnahme bauen zum Beispiel. Oder als zusätzliches Element im OBS, als Bild oder sowas. Oder den Rips im Browser, das geht natürlich auch. Und das Schöne ist, das kann ich jetzt hier vielleicht auch mal groß machen, dieses Tool hat auch die Funktion, dass du dann nachher auswählen kannst, welches Volk gewonnen hat. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel das erste Spiel spielt ihr Azteken gegen Bulmanen und Spieler 1 hat mit Azteken gewonnen, klicke ich einmal drauf, dann hat er so eine Krone dran und mit zweimal klicken ist so ein Totenkopf dran. Dann kann ich mir merken, aha, hier, damit wurde gewonnen, damit wurde verloren. Okay, ich sehe gerade weder Krone noch Totenkopf, vielleicht ist gerade der Stream eingefroren. Oh, okay. Ja, also einfach auf diese Symbole von den Civs muss man halt klicken. Aber es ist auch nicht so ausschlaggebend. Das war jetzt nur als Beispiel. Also du siehst gerade gar nichts mehr, ja? Ja, bei mir, ich sehe gerade gar nichts mehr, weil es sind bloß diese beiden Kubus, die dort, also die diesen Ladebildschirm ausmachen. Ich würde jetzt einfach mal den Link von dir nehmen. Ich wollte das einfach mal starten und würde dich gleich entfernen einladen. So, wo ist denn jetzt hier der Link? Achso, ist er doch. Zwei Einladungslinks generierst du dadurch ja. Einen für den zweiten Spieler und einen für den Zuschauer. Und den Zuschauerlink müsstest du mir halt geben. So, warte, ich teile einfach mal hier auch meinen Bildschirm. Mhm. Wups. Bildschirm übertragen. Bildschirme, Screen 1, jawohl. Ich mache Bildrate 15 Bilder, weil das sonst manchmal ein bisschen leckt bei meiner Internetverbindung. Okay. Ja, kein Problem. Könnt ihr mich sehen? Es lädt noch. Warte. Ja, jetzt sehe ich es. Kannst du schon beenden? Kann ich erstmal hier machen? Du siehst mich jetzt, okay. Gut, ich habe jetzt hier das gestartet. Tuan, ich höre dich gar nicht mehr. Ich sehe nur... Okay, sorry. Ich höre nur zu. Tuan ist ein Lurker, der ist immer im stillen Hintergrund. Ja, kein Problem. Okay, wie viele Millionen Tabs sind das denn? Holy shit. Aber Stream schließen steht bei mir gerade drauf. Ist das okay? Wenn du das... Achso, Also du müsstest eigentlich auf Stream anschauen drücken und nicht auf schließen, aber probier's mal. Wir haben jetzt Traviden und Goyara und so weiter disabled. Das macht auch Sinn, wir haben nämlich beide noch nicht die Dynasties of India. Ja, das hatte ich nur gesagt, ich glaube, das habe ich schon so, das hatte ich vorher eingestellt. Achso, okay. Die sind drin, ne? die kriegt der automatisch. Richtig, genau. Das ist auch lustig, weil wir brauchen ja noch beide die Erweiterung, also brauchen Anführungszeichen, und wir haben ausgemacht, wer das Ganze hier verliert, der muss dann für beide die Erweiterung kaufen. Das ist doch cool, finde ich sehr gut. Also so. Ich weiß nicht, wie sehr er auf Kampagnen steht, aber Kampagnen sind wieder erstklassig auf jeden Fall, die sind richtig, richtig geil. Okay, mit Traviden und Goyara und Bengalen, die Kampagnen sind so gut, okay. Ja, genau, und jetzt müsstest du halt auf neuen Draft mit diesem Preset erstellen drücken. Jawohl. Genau, und warte mal, bevor du irgendwas, genau, die beiden Sachen einfach mal in den Chat packen. Ja, mach ich ja. Mit dem ersten kann Toren dann beitreten und mit dem zweiten kann ich zuschauen. Achso, okay. Gut, dann noch. Okay, habe ich. Ich gehe jetzt rein. So, bitteschön. So, jetzt muss ich die URL kopieren, oder? Oder muss ich gar nichts machen? Auf den Link klicken müsste reichen, dann öffnet sich ja meistens das Browser-Fenster. Gut, wie kriege ich das jetzt hier geschlossen? Hier ist kein X. Moment. Mit Escape wahrscheinlich. Achso, ich muss erst mal Host auswählen, natürlich. Genau, okay. Du musst wieder in Discord rein und da kannst du dann den Stream ausschalten. Also du musst das ja jetzt hier nicht weiter teilen. Wir können auch schon aufnehmen, also es ist jetzt kein Problem. Ich meine, was du in Discord teilst, das sehen wir ja auch. Und das ist ja die Idee, dass ihr parallel eure. Achso, Natwan, dann musst du kurz wegschauen einfach. Oder ich kann es dir auch ausmachen jetzt, aber eigentlich. Twan ist schon ehrlich, der schaut schon nicht rein, wenn ich ihm das sage, beziehungsweise wenn er das sagt. Ich bin ein Ehrenmann. Ich bin ein Ehrenmann. Handbreit. Ich meine, das hat ja keinen Sinn, das zu teilen, wenn das sowieso keiner guckt. Gut, warte, dann mache ich ja Streaming beenden, okay. Genau. Gut, klicke bereit, sobald du bereit bist anzufangen, dann sag ich mal. Eine Sache noch.
Wenn ihr beide in diesem Bildschirm seid, oben rechts gibt es so drei Symbole. Eins davon ist so ein Schild, eins davon ist ein Deutschritter und eins davon ist ein kleinerer Deutschritter. Ja. Seht ihr das? Ja. Damit könnt ihr die Symbole umtauschen. Also ihr könnt entweder die Spezialeinheiten anzeigen lassen, okay, oder diese Wappen, oder die Spezialeinheiten in so einer Animation, dann bewegen die sich, also je nachdem, was ihr am coolsten findet, das nochmal als Okay. Gut, dann nehme ich jetzt die Embleme, die finde ich am besten. Ja, finde ich auch so. Gut, ich bin bereit. Wo ist denn der gute Herr Dorngard? Warte mal. Achso. Okay, also ich bin jetzt hier auf der Seite. Henry the Lion sehe ich gerade, Host Captain, und ich habe mich Dorngard eingeben. Ja, ich heiße Henry the Lion gerade, genau. Also ihr könnt auch oben rechts auf diesen Namen draufklicken und dann ändern, wenn ihr wollt, aber es ist auch nicht so schlimm. Okay. Wäre ich dann besser, wenn du dich stattdessen halt Semper und Blender nennst, damit das klar ist, wer was hier gerade macht. Okay, und du wirst die Doppelpick, also wir können nicht gleichzeitig gleichen Ziffs picken, es ist alles, ihr könnt alles picken, nur ihr könnt das nur, also da ihr es parallel macht und ohne, dass ihr seht, was der andere macht, könnt ihr alles picken, also ihr könnt natürlich nicht fünfmal die Franken picken oder sowas, aber ihr könnt theoretisch beide Azteken, beide Briten und sowas nehmen. Okay, nice. Ihr seht es halt nur nicht. Das wär ziemlich assi, wenn man die ganzen Ziffs wegpicken könnte, sonst könnt ihr ja die ganzen Archer-Ziffs wegpicken und dann so zum Fun sagen, ja, viel Spaß mit den Infanterie-Ziffs. Also in den meisten Turnieren ist es schon so, dass exklusiv gepickt wird, aber wir machen ja einfach das, was wir wollen. Also sehr, aber dann geht es hin und her wahrscheinlich, aber nicht, dass einer dann quasi alles schnell wegpicken kann. Nee, also macht das, wie ihr wollt. Also wir hatten es ja jetzt so ausgemacht, dass ihr frei picken könnt, ohne dass der andere das so klauen kann, sage ich mal. Gut. Dann mal los, bist du bereit? Ready und dann kann ich die Pizzas auswählen. Richtig. Okay, na gut. So. Wir nehmen mal das hier. Und dann nehme ich natürlich das hier, damit ich das machen kann. Mit Lukas. Ja, das, jetzt weiß ich ja schon genau, was du meinst, natürlich. Das ist aus meiner Perspektive, ich sehe jetzt einfach nur sehr viele Checkmarks hier. Es ist nicht so spannend tatsächlich, wie ich mir das vorgestellt hätte. Aber am Ende habe ich die Übersicht ja dann auch, wie auch. Das ist das Wichtige. Gut, bist du soweit oder brauchst du noch ein bisschen? Nein, ich brauche noch etwas. Dann kriegst du ein Foto. Ich bin ein bisschen langsam. Wenn du es geklickt hast. Das ist zufällig, gibt's auch noch, stimmt. Ja, nee, weil du halt kein Volk auswählst, dann nimmt er halt zufällig. Mach einen neuen Tod. 20 Sekunden, oh mein Gott. So. Ja, schicken wir das hier? Dass ihr euch schon überlegt habt, was für Völker ihr wollt. Ne, ich habe eigentlich schon überlegt, also ich hatte vorhin noch zwei, wo ich mir nicht sicher war, aber eigentlich so im Groben und Ganzen hatte ich eigentlich schon einen Plan gemacht. Zwei Völker noch verliert, ne? Also dass der andere euch jeweils noch zwei wegnimmt, also oder sniped. Was wollte ich noch wählen? Ich habe jetzt vergessen, was ich als letztes noch wählen wollte. Moment. Nehme ich entweder das oder nehme ich das, eins von den beiden. Ich gehe mal durch. Aber das kann ich auch nehmen, die sind auch nicht schlecht. So viele Möglichkeiten. Was nehme ich hier nur? Moment. Gut, dann nehme ich das einfach. Aha, okay. Berber, Japaner, Kumanen, Bulgaren, Mongolen, Malaien, Äthiopier für Dorngard. Äthiopier, Sarazen, Portugiesen, Spanier, Bulgaren, Böhmen, Ungarn für Semper. Okay, interessant, dass du Kuman und Berber ausgewählt hast. Warum nicht? Ah, wie snipe ich denn jetzt überhaupt? Snipe eine aus. Achso, hier unten. Volk unten drauf, unten in der Zeile, wo ihr auch die Völker ausgewählt habt, genau. Okay. Da musst du auf 1 draufklicken, da hast du noch 3 Sekunden Zeit. 1. Dann. Snipen. Snipe über 2. Was nehme ich denn als zweites weg? Moment, das ist ja. Also hast du jetzt gerade eben keinen gesniped, oder warum? Das ist um diesen Countdown ein bisschen sehr nicht noobsfreundlich hier. Also das ist auch ein sehr kurzer Countdown. Das hätte man vielleicht vorwissen müssen. Ich will ja gerade, snipe ich das eine oder das andere weg? Ich snipe ihm das weg. Okay. So, was sind die Snipes? Ich wundere mich, dass du nicht die Ungarn genommen hast, weil du früher immer extrem gern die Ungarn gespielt hast. Ah, ja. Das überlasse ich dir. Was habe ich denn jetzt bitte gesniped? Hey, ich wollte eigentlich nicht. Du hast Sarazen und Portugiesen weggesniped. Interessante Auswahl. Nee, das hat die KI gemacht.
Achso. Was wolltest du denn eigentlich snipen? Ich wollte eigentlich die Äthiopier snipen, aber es ist egal. Machen wir so. Machen wir so. Also ich finde, es macht auch keinen großen Unterschied, denn mit den Mamelucken bin ich teilweise besser unterwegs gegen Kavallerievölker als mit Äthiopiern. Also es macht keinen großen Unterschied, glaube ich, ob ich jetzt Äthiopier oder Sarazen habe, weil ich würde mit beiden auf Benahmungsunterhang gehen und Bogenschützen. Wenn du das so sagst, na dann. Also könntest du ja so festhalten, dass die Äthiopier gebannt sind und die Sarazen im Spiel sind, also ganz wie ihr möchtet. Aber fand das jetzt so interessant, dass du die Portugiesen weggesnappt hast? Ich hätte eher so gedacht, Äthiopier und Sarazen snappst du mir weg oder Äthiopier und... Okay. Aber ich würde dann auf die Äthiopier noch gehen. Ich würde gerne auf die Äthiopier gehen. Dann bei Äthiopier weg statt Sarazen, ne? Ja. Das einfach dann merken, also das kann man jetzt hier nicht mehr ändern, glaube ich. Okay. Gut, dann machen wir das so einfach, okay. Okay. Was mich echt überrascht hat, dass Durengard keine Böhmen drin hat. Ich dachte, er findet die beide so gut, ehrlich gesagt. Ich habe die Böhmen nur einmal gespielt. Ach so, okay. Einmal erfolgreich gegen mich. Genau. Ärger, ne? Und beide Äthiopier, damit habe ich gerechnet. Aber den Rest, da habt ihr euch unterschieden. Okay. Na, Bulgaren hatten wir auch beide. Bulgaren auch. Und ja, ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass er Äthiopier nimmt. Malayen wundert mich nicht. Japan hat mich ein bisschen überrascht, aber auch Kuman und Berber. Soll ich mal kurz sagen, was ich gedacht hätte, was er sich auswählt? Lass uns. Lass es oder lass uns? Ja, sag ruhig. Achso. Ich hätte gedacht, also Mongolen war schon ziemlich klar für mich. Dann hätte ich gedacht, Ungarn nimmt er sich auf jeden Fall. Malayen hatte ich eher gedacht, auch für die Wasserkarten, dass er die eher pickt als zum Beispiel Wikinger oder Portugiesen. Mhm. Ich hätte aber nicht mit Kuman jetzt wirklich gerechnet gehabt. Ich hätte vielleicht gedacht, dass er noch Polen nimmt für die Arena-Karte. Das hatte ich so als Möglichkeit zum Kommen. Bitte? Keiner von euch hat Polen genommen, stimmt, ja. Mhm. Das hätte ich noch gedacht. Ich hatte ein bisschen über Tatan nachgedacht. Und ja, dass er nicht Böhm nimmt, war auch ein bisschen überraschend für mich. Genau, was? Ich gehe mal kurz bloß mal die Liste durch. Genau. Ja, also Äthiopien, es überrascht mich jetzt nicht supermäßig, aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er die selber pickt. Aber gut, ist auch interessant. Genau, was hättest du gedacht, was ich picke, Twan? Bist du ein bisschen überrascht gewesen bei der Auswahl? Oder bist du jetzt? Also Spanier war klar, Äthiopien war klar, Portugiesen, Sarazen. Ich meine, das spielt auch sehr gerne auf Black Forest. Mhm. Böhm, das war bei letztens sehr erfolgreich gewesen gegen Botkin auf Michi gewesen. Mhm. Also habe ich es auch schon gespürt. Okay. Aber ansonsten, Bulgaren ist für mich eine Überraschung. Okay. Aber ja, das war's. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass du mir die ganzen Unagar-Völker wegsnipst. Da hatte ich mir gedacht, okay, nimm mal drei mit Belangungsunagar mit rein, dass du auf Black Forest spielen kannst. Okay, kannst du machen. Ich hatte auch einen Moment über Berber und Japaner nachgedacht und Malayen. Aber Kuman hätte ich jetzt auch nicht gedacht gehabt. Aber gut, dann ist es jetzt so. Gut, dann können wir das erste Spiel dann direkt machen. Wie ist das? Sagen wir dann vor dem Spiel an, welches wir picken? Oder wie läuft das dann immer? Nee, ihr könnt einfach eine Lobby aufmachen, in denen die Völker verdeckt sind. Okay. Weißt du, wie das nice. Ist? Gut. Also wisst ihr, wie man das macht? Ich weiß es gerade nicht genau. Du kannst mich ja gerne durchwinken. Ich kann dir einen Bildschirm wieder teilen, wenn du willst. Dann kann ich das kurz... Wenn du auf Lobby erstellen gehst, da gibt es schon einen Button, der Völker ausblenden heißt. Das ist schon alles. Ah, okay. Und Zuschauer erlauben müsst ihr natürlich auch mal, sonst kann ich nicht zugucken. Okay. Gut. Dann öffne ich mal Age Vampires einfach, würde ich sagen. Genau. Oder, Moment, wir könnten... Ich glaube, ich packe das in ein separates Video mit rein, dass wir jetzt quasi erstmal die Vorauswahl haben. Und dann würde ich dann ein separates Video gleich nochmal machen, wo wir dann das erste Spiel machen. Halt auch für den Fall, falls irgendwie was abbrechen sollte. Oh, jetzt kommt Olivier wieder und will Laguerre mit mir machen. Kann ich das Fenster schließen? Ich denke, du kannst es an sich schließen. Es müsste bloß halt nochmal... Ich mache vielleicht bloß mal einen Screenshot, damit wir alle Tipps wissen, die wir ausgewählt haben, wenn ich durcheinander komme irgendwie. Ja, mach ich auch nicht. Ansonsten, man kann auch mit dem, man kann den Code, man kann das auch später nochmal aufrufen, indem man diesen Code, der da drin steht. Also ich lasse den Achso, okay, okay. offen, dann, falls ihr es nochmal braucht, kann ich es auch einfach ansagen. Okay. Ich muss ja bloß dem guten Olivier schreiben, dass ich heute nicht mit ihm auf Black Forest kämpfen kann, weil ich heute einen wichtigen Termin habe. Ich habe einen Zahnarzttermin. Genau, mit Dr. Durengard. Eine Wurzelbehandlung mit Dr. Durengard.
Gut, dann würde ich sagen, es war doch jetzt mal spannend gewesen, vielleicht für auch andere Leute, die ein Turnier machen wollen, dass die auch mal sehen, wie das alles funktioniert hier mit diesen Auswahlmodi. Genau, dann beende ich die Aufnahme hier. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann werden wir uns gleich auch daran machen, den ersten Kampf hier auszufechten. Genau, das wird also spannend werden. Und die erste Karte ist doch Black Forest, was wir ausgewählt hatten, oder? Ja. Glaube ja. Okay, sehr gut. Dann sehen wir uns gleich im dunklen Wald wieder. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video hoffentlich. Haut rein, liebe Leute. Und ich suche dich dann. Oder bitte gibt es eine Einladung. Genau, oder steht eine Einladung. Genau, das genau. Gehen wir hin. Genau. Alles klar. Jo, dann bis gleich.